Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragon's Dogma. Unsere Gruppe ist wieder, wir haben wieder gewechselt und zwar Cuffbird ist jetzt dabei und Pasqualle. Und jetzt geht's zum Turm des blauen Mondes, den Greif suchen und töten. So. Lalalala. Ah. Ja, Schneehapien. Komischerweise bin ich eingeschlafen jetzt. Was habe ich mit denen hier? Was steht ihr hier so rum? Okay, ihr habt nichts Wichtiges zu sagen. Wo ist denn? Jetzt holt diese blöde Harpie mal hier runter. Irgendjemand. Ja gut, okay, da hätten wir vielleicht einen Bogenschützen brauchen können, aber... Halt, da hinten war noch eine Kiste, glaube ich. Ja. Macht ein Harpchen normalerweise, wenn sie sterben. So. Großer Geldbeutel. Ich finde die Kapuze ziemlich cool, ehrlich gesagt, von dem Typen. Ich habe aber nur diese blöde Sadomaso-Maske. Die wir da gefunden haben. Ah, okay, geht schon. Ich will den Umhang von dem. Ich finde den mega cool, den Umhang. So, hier Skelett. Krieger. Und schon wieder Harpien. Gut, Cuffbird ist cool. So. Ja. Warum auch immer. Und warum dieses Vieh hier im Boden rein explodiert ist, keine Ahnung. Skelettmagier, wo ist er? Der Sack. Okay, Cuffbird. Okay, nee, wir machen den Skelettmagier. Das tut mir leid, aber du musst sterben. Shit, ich werde sterben. Lalalala. So, okay. Okay, hier ist es etwas zu viele Leute. Immer noch nicht tot. Alter, wie viel ist hier los? Cuffbird, nein! Nicht sterben! Alter! Was ist hier los? Oh, er ist auch tot. Gut. Da
Da konnten wir eigentlich nicht verlieren. Nee, konnten wir nicht. Wir hätten da aber auch ein bisschen anders vorgehen können und vielleicht nicht ganz so. Wir hatten ja Glück, dass wir nicht gestorben sind. Oh Mann, ey. Da bist du einmal mit deinen Leuten unterwegs. So, jetzt geht's hier weiter. Ich hoffe, wir laufen richtig. Skelettmagier! Skelettmagier! Skeleton Mage! Oh. Nur ein geringes Maß an Gesundheit. Okay, ich habe gespeichert vorher, ne? Also, es ist alles gut, ich habe gespeichert. Nein! 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 Warum? Und warum haben meine Vasallen oder meine Hauptvasallin eigentlich keine Chance, mich wieder zu heilen danach? Alter, die ist schon wieder tot. Jetzt. Ich sehe leider nichts. Boah. Wow. Das war mal wieder, ja. This looks interesting. It's well old, this place. Who built it? For what purpose? So, ich glaube, wir haben die ganzen Hartknollensaft und sowas gekriegt, weil wir jetzt in Richtung Dings kommen. Und deswegen werde ich das jetzt einfach mal ich glaube, ich habe Hartknollenmilch. Kriegst gleich mal 3, ne? So, in der Hoffnung, dass die sich heilen vielleicht mal oder so, ne? Weil wir, ich habe jetzt das Gefühl, dass wir jetzt langsam zu einem Greif kommen. Ja, sie hängt fest. Dann muss ich wohl hier lang gehen. Ja, ich habe das Gefühl, der Greif kommt jetzt demnächst. Kennst du mich noch, oder? Machen wir. Einfach draufhauen, oder was? Ah, okay. Oh, Leben alle noch? Oh, shit. Das ist verscheuert, Mann. Ich kann überhaupt nichts machen. Ah, die haben es geschafft.
Na super, hätte ich das gar nicht machen müssen. Hä? War doch ein heldenhafter Tod. Ja, hä? Hä? Ich habe jetzt überhaupt nicht gerafft, was ich überhaupt machen soll. Was? Was ging denn ab? Okay, also der Greif kommt, ne? Dass man nicht wegklicken kann, das Video hier. Okay. Okay, hinter uns ist der Greif. Okay, alles klar. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Theoretisch könnte ich gleich hier hochlaufen. Okay, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ob ich hier lang gehen muss, aber ich schätze jetzt einfach mal. Okay, jetzt könnte mich dann so langsam mal jemand heilen, das wäre ganz, ganz schick. Wenn das jemand mal machen könnte. Hier. Ja, geringes Maß an Gesundheit, ne? Das ist natürlich super. Das bringt mir aber nicht viel. Okay, ich glaube, das ist einfach so, dass der hier getötet wird. Der Sir Westley. Mach's gut, Sir Westley. Die Frage ist jetzt natürlich, was. Ja, dass er runterkommt. Ich glaube aber nicht, dass er irgendwann mal. Ah ja. Ich soll den hier besiegen? Auf dem engen Raum? Der kommt doch niemals hier runter. Der kommt doch nie hier runter. Wie soll der hier runterkommen? Das geht doch gar nicht. Was? Na super. Ah, okay, alles klar. Hallo? Kamera? Was macht denn meine Kamera jetzt? Scheiße, was ist mit meiner Kamera los? Nein! Hilfe! Helf mir doch! Helf mir doch!
Ja, super. Was soll ich denn machen? Alter. Was? Ihr seid der Supervasall. Ihr rennt einfach vor und helft dem armen Mann hier hinten nicht. Dem armen alten Mann. Boah, ey. Ja gut. Das Blöde ist ja, ich hab ja mal wieder 0 Ausdauer. Also ich habe wirklich, nee, es ist nicht mehr 0, es ist minus 10 Ausdauer, was ich habe. Das ist ja schrecklich, ey. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, ja siehst du, jetzt haben sie es natürlich auf, jetzt wenn ich darüber gehe, haben sie es aufgemacht. Könnt ihr mich eigentlich mal wieder heilen, oder? Warum sollte ich denn außen rumgehen, wenn ich genauso gut auch diesen scheiß Hebel da umlegen? Warum soll ich außen rumgehen? Ich bin so sauer. Ich bin sauer. Dieser scheiß Greif, warum hätte man denn nicht einfach so einen Arena-Kampf machen können? Gegen den blöden Greif hier. Warum muss man so eine Scheiße machen und hier diesen komischen Dings da entlang laufen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Gut, das macht schon Sinn, aber... Das ist einfach total umständlich. So, also, ich kann es jetzt eigentlich lassen. Ich brauche ja gar nicht hochgehen, ne? Weil wenn ich nämlich zu langsam bin und da hochgehe, dann, habe ich es verkackt, ne? Dann komme ich ja nicht weiter, ne? Da kommt ja nämlich schon wieder dieser blöde Dings an. Deswegen kann ich genauso gut auch hier wie alle anderen auf dieses blöde Dings da draufhauen. Versteck mich hier einfach. Unsere Heiler könnten eigentlich mal heilen, aber das haben sie wahrscheinlich verlernt in der Zwischenzeit. So. Jetzt geht's hier weiter. Jetzt müsst ihr hier natürlich aufpassen, weil man kommt ja von da oben und dann kommt man, wenn der Greif kommt und man schafft es halt nicht in der Zwischenzeit, dann fällt man halt da runter und kann es nicht weitermachen. Ist ja auch ziemlich cool. So. Holt ihn mal runter. Mann, kein Feuerschaden, ey. Das ist unglaublich. Und heilen können sie auch nicht mehr. Wunderbar. Alter, die Shit. Hier ist ein Kamerabug einfach mal. Was ist eigentlich das hier für eine scheiß Stelle, bitte?
Oh. So, jetzt bitte einmal bitte heilen. Komplett. Könnt ihr heilen? Habt ihr oder habt ihr das? Ich sterb hier gleich, ne? Hier, nimm mal alle. Geht schon. So. Oh Mann. Hier hinten steht noch was rum. Gesundheitstrunk. So, die anderen laufen halt schon mal vor, ne? Wir können ja nicht warten. Nee. Können wir nicht. Hier ist ein Lagerfeuer. Und übrigens, das war gar kein Kamerabug, ne? Ich glaube, das gehörte schon dazu, weil der Greif uns ja verfolgt hat. Also, war doch kein Bug. Habe ich mich wohl geirrt, ein bisschen. Und ein bisschen. So, jetzt auf zum Dach und dann von da oben, Was, ein Greif? Das wusste ich ja gar nicht. So, Mistvieh. Mit Feuer holt man runter, ne? Wisst ihr ja doch, oder? Habt ihr schon wieder vergessen. Oh. Ist schon gestorben. Sollte man mit Feuer runter. Geht das? Feuer! Feuer! Oh. Ja, das war so klar. Natürlich die beiden Heilerinnen, die sterben. Ihr müsst einfach nur Feuer drauf schießen. Ich kann leider nichts machen, wenn der Greif in der Luft ist. Ah, okay. Er brennt schon mal ein bisschen. Ja, siehst du, so geht das. Okay. Ja, und einfach so lange drauf, bis er stirbt. Das ist die Schwäche. Das ist der Plan, das ist der Masterplan. Das hat bisher schon immer funktioniert. Außer bei dem Riesengolem da, mit dem Steinvieh. Da hat es nicht funktioniert. Wow, okay. Oh shit. Ja. Ich weiß ja nicht, warum heilen meine Leute nicht mehr?
Ich glaube, die Folge geht schon wieder viel zu lange. Ist hier ein Reisestein? Ah, endlich mal. Endlich mal hat einer hier es geschafft. Jawohl. Ja. Schön. Geschafft. So schwer war es ja gar nicht. So, hier ist der Schatz, das Greifen mit einer Assassinenmaske, die ich bestimmt nicht tragen kann, weil ich nur ein scheiß mystischer Ritter bin. Und hier ist noch ein Kristall. Ein Greifenharnisch. Geil. Wie sieht der aus? Kann ich gar nicht tragen. Tja. Und der Greifenharnisch. Was kann der Greifenharnisch? Der ist ein bisschen besser. 321. Ja. Haben wir gekauft. Und ein bisschen Gold. Aber nur ein kleines bisschen. Hätte auch ein bisschen mehr sein können. Okay. Habt ihr noch irgendwas Wichtiges zu sagen, oder? Was hast du denn für eine Stimme? Okay, alles klar. Ich glaube, die haben sonst nichts mehr groß zu sagen. Okay, der Greif ist tot, ist schon verrottet, ne? Da hinten liegt da noch die Überreste. Wir gucken gerade mal schnell auf die Karte und die Karte sagt uns nichts, denn wir machen in der nächsten Folge weiter. Was für eine Überleitung. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.